Hallo, ich wollte euch mal zeigen, dass es ein Zufallsgenerator so klein ist, dann nur, der ist nur ein Block breit und das ist ja diese Schaltung hier. Und zwar beginnt hier, hier ist Knopf, da ist der Block, und powert hier ein Redstone, was hier ein Spender aussieht. Das ist, wir wollen, dass da Holztür und Stein drin sind. Da Holztüren nicht gesteckt werden können, geben ein stärkeres Signal ab. Und dann kommt hier ein An-Signal heraus. Und dann wird hier das Signal an und dann wird jetzt hier der Repeater weiter gepowert. Wenn das Stein ausgewählt wird, dann geht hier nun der Komparator an, aber es wird nicht weitergeleitet. Könnte ich mal zeigen. Ich drücke mal auf und es geht an. Dann drücke ich nochmal drauf. Guck. Hat man nicht gesehen. Nochmal, es geht jetzt nicht an. Jetzt geht es wieder an. Und jetzt geht es nochmal an. Und jetzt geht es nicht an. Man muss erstmal einen Block Stein platzieren. Da ist ein Knopf dran. Ein Knopf dran und Redstone hierhin und hier kommt ein Spender hin. Der Spender kommt hier hin. Und dann braucht man jetzt hier einen Block Stein und eine Holztür. Dann hole ich mir nochmal einen extra Stein und eine Holztür. Holztür, Holztür, Holztür. Da ist die. Und die packt man jetzt hier rein. Dann packt man die jetzt hier rein. Dann kommt hier ein Trichter. Dann muss man die Schleichentaste drücken und den Trichter so dran platzieren. Fangen wir einfach hier nochmal dran. Dann kommt hier ein Komparator hin. Komparator und dann sage ich mal drei Blöcke, es geht aber auch mit nur einem und dann hier Repeater und jetzt hier so eine Anzeigetafel, Redstone-Lampen und schon dürfte der funktionieren. Wupp. Jetzt dürfte der funktionieren. Aus. Aus, an, an. Das ist ein ganz simpler Generator hier. Und man kann es auch machen, dass das Signal abgespeichert wird. Dazu müssen wir hier einen D-Flip-Flop hin. Dann kann man die Repeater wegmachen und hier oben so. Hier unten Redstone drauf. Boah. Ich habe ein paar Probleme hier mit dem Tasten hier. Hier kommt ein Block dran. Mit der Fackel. Hier kommt. Boah. Verstehen hier. Boah. Das ist ein bisschen nervig bei denen hier. Das ist ja immer Tastatur. Wie könnte ich das denn besser machen? Die Tastatur, sobald ich eine Taste drücke, stärker, dann bleibt das irgendwie automatisch bei der Taste, dass ich nicht deaktiviert. Das erst hier mal runter. Ein. Oh, alles verbaut hier. Okay, lieber hier müssen bleiben. Auf springen. Das ist dann hier der Ausgang.
Warte, ich höre auf mit der Aufnahme.